heute am 4.1.2024 habe ich mich in Bad Kissingen mal umgeschaut, wie da die Pegelstände sind, wie hoch das Hochwasser ist. Wir haben inzwischen in Bad Kissingen Meldestufe 4 und ihr seht, also ist ganz schön überschwemmt. Die Saale ist weit über die Ufer hinausgetreten und man sieht es also in den Bildern, ist schon enorm. Im Hintergrund war ja oder ist normalerweise der Kurbike, der also komplett überflutet ist. Ihr seht es an den Bildern. Also normalerweise, wer sich in Bad Kissingen auskennt, weiß, wie die Saale normal in ihrem Bett dahin blubbert. Hier ist also ein Spielcasino im Bild. Auch hier alles überflutet. Bis zum Eingang hin. Die Wandelhalle und so weiter ist alles noch im Trockenen. Wenn man also auf die Pegelstände guckt, die man also am Wasser sieht, da angebracht worden sind, hat es also schon höhere Wasserstände gegeben in Bad Kissingen. Aber es ist schon nicht zu verachten. Also schon ganz schön, also von meinem Film schon ganz schön. Es sind also überall diese Schutzwände angebracht, dass wenn Jahreswasser noch höher steigt, es zurückgehalten werden kann. Da sieht man also die Pegelstände von den Jahren, wie hoch das Wasser da gestanden hat. Und das war also jetzt unser Blick mal rüber nach Bad Kissingen zu dem Hochwasser an der Saale.